Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren OMSI-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute, ja, oder kommentieren heute aus Berlin-Buch. Ja, das ist nämlich eine neue Karte, die wir heute mal gucken dürfen oder uns zumindest mal anschauen dürfen. Das Ganze ist natürlich hier noch aktuell in einer Beta-Phase. Daher ein großes Dankeschön an OMSI 2, BVG Fahrzeuge und Co. für das Bereitstellen der Karte, dass wir uns das Ganze mal angucken dürfen. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, ihr seht's, wir sind nicht allein unterwegs, denn Corona ist wieder mit dabei. Denn wir haben heute nämlich den Scania Citywide mit der Corona-Mod wieder an Bord. Und das Ganze kommt natürlich wieder von Projekt Potsdam. Auch an dieser Stelle ein großes Dankeschön für das Bereitstellen dieser Mod. Und wir wollen uns das Ganze, wie gesagt, hier angucken und dementsprechend euch präsentieren. Denn das ist das, was ihr in den nächsten Tagen erwarten könnt, diese Mod für den Scania Citywide. Also so sieht das Ganze aus. Ich freue mich da sehr drauf. Deswegen lasst uns mal kurz gucken, was hier dabei ist. Haben natürlich hier wieder das obligatorische Schild. Vordereinstieg gesperrt, bitte die anderen Türen benutzen, keinen Fahrscheinverkauf. Wir haben hinten ja die Absperrbänder, die hier auch wieder so ein bisschen gewölbt sind, ne? Die sind halt nicht so gerade und so weiter. Und natürlich soll das Skript dabei sein, dass die Fahrgäste auch hinten einsteigen. Also wenn das Ganze funktioniert, wäre das fantastisch. Das hatte ja bei der ersten Fassung von dem MAN DL nicht funktioniert. Allerdings dann, wie gesagt, zu der Download-Version, die ja dann von dem MAN gekommen ist, da funktionierte das Ganze dann natürlich hundertprozentig. Alles andere, was ihr hier drin seht in dem Bus, ist natürlich nicht mit enthalten in der Mod. Ja, also von daher bitte ich um Verständnis, dass falls da Fragen kommen sollten, warum, wieso, weshalb ihr das Ganze nicht habt, ich da keine Antworten drauf gebe, weil es ja gerade jetzt ich hiermit getan habe. Wann die Karte kommt, ist noch ungewiss. Ich weiß nicht, ob die Karte jemals in der Beta-Phase veröffentlicht wird. Es wird wahrscheinlich den einen oder anderen Beta-Tester dafür geben. Ja, also falls ihr Interesse habt, selbst ein Beta-Tester zu werden, dann schreibt bitte OMSI 2 BVG Fahrzeuge und Co. direkt an, so wie wir das Ganze gemacht haben. Und da werdet ihr wahrscheinlich dann dementsprechend auch eine Antwort bekommen. Wir selbst können natürlich hier nicht bestimmen oder können hier keine Sachen weitergeben. So, okay, los geht's, würde ich sagen. Wir starten. Wir sind heute auf der Linie 353 unterwegs und fahren heute nach S-Bahnhof Buch. Und ja, die Anzeige sieht irgendwie komisch aus, denn laut dem Ding hier fahren wir erst in 22 Minuten los. Wo ist da los? Wir starten mal das Ganze, ne? Und dann lassen wir uns mal überraschen. So, ich muss mal ganz kurz mal mit Tracker Air hier kontrollieren. Ihr seht hier, ne, ist wieder alles mit dabei, so wie sich das Ganze gehört. Was ist jetzt hier mit dem Tracker Air los hier? Was ist hier los? So. Ja, okay. Passt. Also wie gesagt, das Ganze drumherum, ja, sieht wieder wundervoll aus. Also ich bin ja, also ich war ja schon von der letzten Mod ziemlich überrascht gewesen, dass das Ganze so gut lief. So, wir wollen hier LSK fahren hier heute. Die 353-00-004. Das Ganze geht jetzt die Linie 353 in der S-Bahnhof Buch. So sieht das Ganze aus. Ne? Und von daher schauen wir mal ganz kurz. Wir haben plus 1 aktuell. Also genau. 9:55 ist hier nämlich Abfahrt. Deswegen müssen wir jetzt mal ein bisschen jetzt hier sputen. So. So, und ihr seht, es funktioniert. Wollen wir jetzt noch die Türen aufmachen? Steigen Sie auch ein. Also auch hier alles ohne Probleme. Was ist jetzt hier noch mit? Ach, jetzt kommt ihr auf einmal alle an. Hallo. Ja, grüß miteinander. Grüß. Hallo. Ja, grüß. So. Ah, wundervoll. Freue ich mich voll drauf. So. Allerdings müssen wir jetzt hier leider die Pfeile anmachen. Klinikum Buch, Südeingang. Vorne gleich bei der Tür beim Reifen, das ist ganz weit vorne. Also vorne rechts. Ja, genau.
Oh. Ah, ich will nicht mit, okay. Wie gesagt, die Karte befindet sich aktuell noch in Beta, ne? Hatte ich hoffentlich schon gesagt gehabt. Es sind noch nicht alle Stellen hier richtig sind und absolut ausgebaut sind. Ja, das sollte natürlich selbstverständlich sein. Ja, das war meine Schuld. Da haben wir jetzt gerade einen Passanten umgefahren. Bleibt ja auch nicht stehen, ne? Nein. Lindenberger Weg. Ach so. Müssen wir da jetzt aufdrücken? Ah, ne. Ich hätte sagen können, dass wir hier noch den Knopf drücken müssen. Normalerweise musst du wahrscheinlich hier den Knopf drücken, damit es aufgeht. Ist scheinbar irgendwo ein Fehler gerade drin gewesen. Sind wir gerade durch unsichtbare Wand gefahren oder sowas? Irgendwas muss gerade passiert sein hier. Jetzt ist natürlich unser Bus kaputt. Guten Tag. Hallo. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. What? Ist das überhaupt richtig? Hat er doch gerade gesagt. Ach, da kommt ein Pfeil. Okay. So. Soll ich wenden? Klinikum Buch, Südeingang. So, hier haben wir wieder das obligatorische Schild, das kennen wir bereits ja aus der U4. Guten Morgen. War es die U4? Nee, die U5 war es, glaube ich, ne? Die U-Bahn. Investoren bisher noch niemand. Planung, hier soll das Helios-Telekom entstehen. Voraussichtliche Bauzeit unbekannt. Suche dringend Objektbauer, Kontaktmöglichkeiten über Facebook oder Instagram. Ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, das war die U5 tatsächlich gewesen, die Kanzlerbahn. Und da hat er nämlich diese Stelle hier nämlich auch schon aufgestellt gehabt. Ja, und tatsächlich habe ich mich da gemeldet drauf und habe auch ein Objekt gebaut. Ja, da bin ich sehr stolz drauf. Aber es ist schön auch, dass er das Ganze hier wieder mit reinmacht.
Lindenberger Weg. Ja, ja. Wir haben uns vom Unfall entfernt. Natürlich jetzt schade, dass der Bus kaputt ist. Aber irgendwas muss an der Stelle da übel gewesen sein. Er sieht hier voller Elan aus. Ja, Caro, also ich selbst war halt noch nie in Berlin-Buch gewesen, von daher kann ich natürlich nicht sagen, ja, wie realitätsnah das Ganze jetzt hier gebaut ist. Das nächste, was ich war, war in Caro, weil da, ich hatte damals einen Schulkamerad, der hatte nämlich, seine Eltern hatten einen Garten in Caro, also das war damals schon das nächste gewesen, wie ich da in der Ecke war. Kann man sich ja nicht anhören, wenn er kaputt ist. Guten Tag. War aber auch schön hier, man sieht im Spiegel natürlich auch die Absperrung und alles was, also das ist eigentlich schon ziemlich cool gemacht. Auch hier muss man wieder dazu sagen, ne, wenn ihr das Ganze wieder benutzen wollt, solltet ihr den Fahrscheinverkauf ausschalten, weil sonst funktioniert die Mod natürlich nicht, ne, also... Davon aus, dass das jetzt unsere Haltestelle hier ist, oder? Steht jetzt natürlich ein Fahrzeug. Nee, es sieht irgendwie nicht so aus, oder? Also hier gibt es nur eine Linie nach Pöllnitzweg, aber halt keine, die direkt jetzt hier am S-Bahnhof Buch endet. Aber das soll diese sein, also sind hier eigentlich schon... Ach so, okay, ich verstehe. Tag.
Versuchen wir uns jetzt mal hier ein bisschen durchzumogeln hier. Oder auch nicht. Endhaltestellen, bitte aussteigen. Terminus, please leave the bus here. So. Ich würde sagen, tatsächlich, das war's. Ich glaube, hier war doch der Terminus, ne? Muss doch hier gewesen sein. Fahrt endet hier, hier nur Ausstieg, genau. Und hier ist dann unser Pausenplatz. Und dann geht's ja wieder zurück. Wir haben nämlich gerade keine Auswertung bekommen. Das hat mich jetzt gerade so tatsächlich ein bisschen verwundert. Ja, aber das war auf jeden Fall so der kleine Einblick hier in ein Buch. Ja, man ist auf jeden Fall, ich mag diese ländlichen Karten, ich mag nicht diese Hauptstadtkarten, bin ich kein Fan von. Ja, da kann man sagen, was man will. Mag ich halt, deswegen bin ich auch großer Fan hier von Telto, ne? Also darf man nicht vergessen. An sich wirklich eine schöne Karte. Man hat natürlich gesehen, dass hier auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit drin steckt, dass das Ganze nicht vielleicht morgen, übermorgen fertig sein wird. Vielleicht auch nicht in ein, zwei Wochen. Da wird es ja auf jeden Fall noch einiges an Zeit kosten. Mit dabei gibt es nicht nur die Linie 353, es kommt noch eine 800er Linie meiner Meinung nach noch dazu. Ja, aber die war halt noch nicht so weit gewesen, dass man sie zeigen konnte. Da waren noch viele, viele Bauflächen drin. Deswegen haben wir uns für die 353 entschieden, denn, weil man hier doch schon gesehen hat, wo Potenzial auf dieser Karte natürlich drin steckt. Wenn das Ganze halt so realistisch wie möglich ist und ihr wohnt zufällig im Buch oder sowas und habt natürlich wieder was erkannt, dann nutzt da gerne die Kommentarfunktion, schreibt das unten rein. Es würde mich immer interessieren, ob die Arbeit hier sich auf jeden Fall gelohnt hat. Aber auch mit deinem U5-Projekt, denke mal, hat er ja alles richtig gemacht. Also warum sollte er hier ein bisschen schlamperig werden? Kann ich mir nicht vorstellen. Von daher finde ich, das war es auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Arbeit. Die Mod, die Busmod ist auch, funktioniert hundertprozentig, vielen, vielen Dank. Also diese ganzen Extras, das ist ja Wahnsinn, das fährt sich komplett anders, der Scania Citywide, der mit diesen ganzen Funksprüchen und alles was. Tut mir natürlich leid, dass ihr das jetzt hören musstet, weil das Ganze ist natürlich nicht in dem Paket mit enthalten. Ja, das tut mir unglaublich leid. Ja, also wie gesagt, aber dass die Fahrgäste hinten einsteigen, das hat auch funktioniert, habt ihr ja gesehen, also von da. Alles cool gemacht wieder. Ich freue mich, dass Projekt Potsdam da weiterhin dran arbeitet an weiteren Mods für Bussen. Und er hat auch schon verlauten lassen, dass Solaris auch noch kommt. Ach, wundervoll. Ich verabschiede mich, bedanke mich, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal.